Glück auf, Werner. Der Nils heute wieder im Training. Ich dachte, er kommt wegen Weihnachtssingen her, aber dann war er bei dir in Behandlung. Was genau habt ihr gemacht? Ja, erstmal auch Glück auf. Zum Weihnachtssingen ist er auch da. Ich hoffe, dass er uns da tatkräftig unterstützt, aber nee. Nils hat ja einen langen Weg hinter sich, jetzt in der Reha, nach seiner zweiten Kreuzbandoperation. Und wir haben vereinbart, dass wir Anfang Dezember beginnen mit dem sogenannten Anpassungstraining. Und das haben wir jetzt heute mal genutzt, erste Einheit in der Halle an zwei Geräten, die recht gut sind, um wieder ein bisschen reinzukommen. Das eine war die Powerblade, die Platte, das ist die Bewegungsplatte, die eben durch Vibrationen eine ständige Kontraktion und Lösen der Muskulatur verursacht, in Verbindung mit Balanceübungen, Einbeinständen, Ball zurückspielen, wieder ein bisschen Selbstvertrauen bekommen. Das ist ganz gut, dass man wieder so ein bisschen rankommt an die Materie Fußball. Und die zweite Geschichte ist TRX. Das ist ein Band. Wenn man freischwebend trainiert, kann man sowohl die Beine reinhängen, als auch die Arme und die verrücktesten Übungen machen. Das Ganze lebt so ein bisschen mit der Kreativität des Trainers. Und da Nils muskulär eigentlich schon sehr, sehr gut auftrainiert ist, habe ich mit ihm auch sehr gute Übungen machen können, die mir Spaß gemacht haben und ich glaube, ihm auch. Und er war gefördert und nicht überfordert. War, glaube ich, ganz gut von Anfang.